Hallo und herzlich willkommen zu den 99 Sekunden Games Planet News. Um Mafia 3 war es zuletzt ja relativ ruhig. Jetzt ist ein Video erschienen, das 12 Minuten Spielszenen am Stück zeigt. Passend zum besinnlichen Weihnachtsfest geht es natürlich um Mord und Totschlag. Wer sich das Ganze komplett reinziehen möchte, wir haben euch das Video wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ein bisschen erinnert uns Mafia 3 natürlich an GTA 5 und zu diesem Spiel gibt es ein aktuelles Gerücht, wonach Entwickler Rockstar Games an einem Einzelspieler-Download-Content arbeiten könnte, der uns nach Liberty City führt, die Stadt, die wir vor allem aus GTA 3 kennen. Es sind allerdings Spekulationen, die uns ein bisschen an die Verschwörungstheorien von Aluhut-Trägern erinnern. Wir bleiben deshalb lieber bei interessanten Fakten und weisen euch auf eine neue Mod für GTA 5 hin, mit der ihr den Millennium Falcon aus Star Wars fliegen könnt oder, wenn es ein bisschen größer sein darf, sogar einen Sternenzerstörer. Apropos Star Wars, hier noch ein Hinweis auf ein besonders lustiges Video, das uns zeigt, wie die ersten drei Filme als Spieleumsetzung in den 80er Jahren ausgesehen hätten. Um eine Film- oder Buchumsetzung geht's auch bei der Firma Funcom, die ein weiteres Conan-Spiel herausbringen möchte. Das Unternehmen ist vor allen Dingen bekannt für sein Online-Rollenspiel Age of Conan, Hyperion Adventures, das 2008 erschienen ist und bis heute läuft. Vielleicht kommt da jetzt auch was für Einzelspieler-Fans nach. Abschließend noch die wichtigsten Preisträger beim Deutschen Entwicklerpreis 2015. Anno 2205 wurde gekürt zum besten deutschen Spiel, zum besten PC-Spiel und zum Spiel mit der besten Grafik. The Book of Unwritten Tales 2 ist das beste Konsolenspiel und das Spiel mit dem besten Sound. Den Preis für das beste Indie-Game bekam The Curious Expedition. Als bestes Browserspiel 2015 gilt Drakenzang Online Rise of Balor und das Spiel mit der besten Story ist ein unbekannter Titel, Reno und die Sari-Revolution. Puiuiui, am Ende wurde es dann doch wieder ziemlich hektisch. 99 Sekunden sind recht kurz für die News, deswegen an dieser Stelle. Games Planet wünscht allen seinen Fans ein besinnliches Weihnachtsfest. Bis demnächst. Ciao, ciao.